Ja, hallo zusammen. Heute teste ich nach und nach zumindest zwei kompakte Handstaubsauger. Beide werden als kompakte, kleine, leichte Hand- und Autostaubsauger beworben. Und ihr seht auch hier, dass sie eine sehr ähnliche Bauform haben beide zentrale USB-C-Schnittstelle zum Laden, wahrscheinlich ein Kabel mitgeliefert, aber ohne Netzteil. Haben jedoch einen unterschiedlichen Preis und eine unterschiedliche Saugleistung, zumindest nach dem Papier. Wir sind hier beim Rubot bei 7500 Pascal. Er wirkt zumindest hier in der Verpackung etwas größer und wir haben hier den Baseus, das Baseus-Modell A3 Lite, das wiederum ist mit 12.000 Pascal angegeben. Wir werden das mal vergleichen und uns entsprechend angucken. Wir fangen jetzt an, damit die beiden mal auszupacken. Dazu könnt ihr gerne auf die entsprechenden Videos in meinem Kanal gehen. Ja, vielleicht habt ihr schon einmal die anderen Modelle gesehen, aber auch meine Videos zu diesen beiden Modellen. Einmal den Rubot-Handstaubsauger für den Einsatz im Büro, im Auto und zu Hause, als auch das Modell von Baseus mit hier unterschiedlichen Leistungsstufen. 12.000 Pascal, 7.500 Pascal in der Leistung, in der Spitze. Er hier hat den leistungsstärkeren Modus, die 12.000, hat aber auch noch einen Modus, der ein bisschen weniger Leistung bringt, also einen sparsameren Modus. Ja, ihr seht hier mal die Dimension, Leistung schwächer, Leistung stärker. Der Leistungsstärkere ist tatsächlich auch dünner und ist aber ein kleines bisschen länger. So, aber die eigentliche Einheit hier unten seht ihr, die für das Gebläse verantwortlich ist, ist gar nicht mal länger, sondern tatsächlich geht es eher hier oben um den Müllbehälter, um den Sauggutbehälter, der länger ist. Das heißt, wir haben hier bei dem Baseus mehr Leistung bei gleich viel Platz, sogar ein bisschen weniger Platz, da der Durchmesser geringer ist. Daher top und wirklich auch gut in der Praxis. Das könnt ihr in einem anderen Video von mir sehen, wie ihr das hier aufsaugt und insofern Kaufempfehlung.